Die Nordsee-Zeitung zu Gast am Lloyd-Gymnasium. Gymnasiale Oberstufe, aber auch Sek 1. Und Herr Pauli als Schulleiter wird uns erzählen, was ist denn das Besondere, das Tolle am Lloyd-Gymnasium? Das Besondere an unserer Schule ist zunächst mal unsere Breite und unsere Größe. Das heißt, wir bieten alles das an, was an allen anderen Schulen auch angeboten wird. Spezielle Schwerpunkte haben wir auch. Einmal unser bilinguales Profil und einmal unser naturwissenschaftliches Profil. Beide durchgehend von Klasse 5 bis zum Abitur. Und wenn man so will, sind unsere vielen Teilnahmen an Wettbewerben auch unser Schwerpunkt. Wir nehmen an allen sprachlichen, künstlerischen, sportlichen, geografischen, naturwissenschaftlichen Wettbewerben teil. Und mein Lieblingskind ist natürlich die Mathematik. So wird die Bundesrunde der Mathematik-Olympiade 2017 im Lande Bremen und ganz speziell an unserer Schule stattfinden. Das ist ein tolles Ereignis. Ich will aber noch mal eben auf das Bilinguale zu sprechen kommen, weil das ist sehr, sehr spannend. Was muss ich mir genau darunter vorstellen unter Bilingual? Sie beginnen in Klasse 6, dann, wenn Sie in einem solchen Profil sind. Dort werden dann einige Fächer, natürlich außer Englisch, in englischer Sprache unterrichtet. Das sind Sachfächer, Geografie und andere Fächer. Die Fächer ändern sich bis zur 9. Klasse und in der Oberstufe werden dann Geschichte und Biologie als Sachfächer in englischer Sprache unterrichtet und diese Schüler bleiben dann auch zusammen aus den bilingualen Klassen. Das heißt, wenn diese Schüler diesen Unterricht absolviert haben, sind sie wirklich gut drauf, was das Englisch sprechen, Englisch verstehen angeht? Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, um wirklich dann die englische Sprache gut zu beherrschen. Nee, die sind schon nach Klasse 9 so gut drauf, dass sie die englische Sprache perfekt beherrschen. Also unsere Billis haben sehr gute Erfolge im Studium. Ich kriege auch Rückmeldungen von denen. Große Teile des Studiums heute sind in englischer Sprache. Und unsere Schüler sind sehr begehrt bei den Kommilitonen, weil sie so gut Englisch können dann. Aber dieses Bilinguale, schreckt das nicht manch einen Schüler auch ab, der sagt, oh Gott, bilingual, ich mache doch mal lieber einen Bogen um das Lloyd-Gymnasium? Nö. Wir werden ja zweifach angewählt, einmal das bilinguale Gymnasium, einmal das andere Gymnasium. Dann können Sie das andere wählen, aber so schlimm ist Billy auch nicht. Kommen wir nochmal auf die Mathematik zu sprechen. Ihr Steckenpferd, was lernen die Schüler dann bis zum Abitur ganz genau, was, vor allem dann in der Oberstufe? Ja, alles das, was sie bis zum Studium brauchen, also Differentialrechnung, Integralrechnung, dann Vektorrechnung, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es gibt ja nicht nur eine Oberstufe, eine gymnasiale Oberstufe in Bremerhaven. Es gibt ja mehrere, auch der Landkreis bietet Oberstufen an. Wie ist denn das mit dem Konkurrenzkampf so untereinander? Wir haben, sagen wir mal, 1,5 Monate Konkurrenzkampf. Das ist die Zeit um Januar, Februar, wenn es um die Anwahlen geht und darum, dass viele Schüler die Oberstufen anwählen. Und die restlichen 10 Monate arbeiten wir alle sehr eng zusammen. Das heißt, es ist ein Miteinander, kein Gegeneinander. Das ist ein absolutes Miteinander und kein Gegeneinander hier in Bremerhaven. Jetzt redet die ganze Welt über den digitalen Wandel. Wie wirkt sich denn der Wandel hier in der Schule aus? Sitzt jeder Schüler am Laptop, wird alles multimedial unterrichtet? Kann man sogar sagen, irgendwann können die Schüler zu Hause bleiben, weil man dann Home Learning macht? Wenn Sie mal die Berichte in den Zeitungen gelesen haben, so in den letzten Tagen, da wurde ja gerade gesagt, dass der digitale Wandel nicht alles ist und es überhaupt nichts bringt, wenn Schüler den ganzen Tag vorm Laptop sitzen. Wir unterrichten noch mit digitalen Medien, aber vor allen Dingen ohne digitale Medien. Das heißt, nicht alles ist Computer. Ja, nicht alles ist Computer, ja. Nochmal ein bisschen Statistik zum Abschluss. Wie viele Schüler werden hier unterrichtet, Sek 1 und Sek 2? Wir haben rund 1500 Schüler, die teilen sich fast 1:1 Sek 1, Sek 2 auf, also in beiden rund 750 Schüler und Schülerinnen natürlich. Lehrer ungefähr so, schwankt zwischen 100 und 120 immer.